Yo Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Elite Gaming und heute mal mache ich ein Case Opening und zwar über den King Controller. Und was für ein King Controller das sein wird, das werdet ihr gleich sehen. So, jetzt mache ich erstmal hier die Hülle ab. Ja, genau Leute, der Montana Black Special Edition Controller. Richtig geil. Ich habe ihn schon vorher aufgemacht, damit ich die Rechnung rausgetan habe, weil ich glaube, die geht euch nichts an. So, dann mache ich mal auf. Ja, Leute. Hier schon mal die Autogrammkarte. Monte. Dann einmal ein Aufkleber. King Controller. Und zu guter Letzt der Scuff. Die Farbe im Video passt eigentlich ziemlich genau so wie er in Real Life ist. Also die Farbe ist echt grell und er liegt gut in der Hand, die Pedals sind auch gut. Und ja, ich habe jetzt noch nie gezockt. Wie gesagt, ich habe den King Controller. Ich habe erst jetzt das zweite Mal ausgepackt. Und ich werde dann später mal ein paar Runden damit zocken und mal gucken, wo welche Pedals sind, weil das weiß ich jetzt immer noch nicht. Was steht da noch? Beim Öffnen des Controllers und oder durch Beschädigung des Sicherheitsriegels erlischt die Gewährleistung. Ah, das heißt, ich darf das wahrscheinlich nicht runter machen. Ja, ist okay. Dann lassen wir es halt oben. Die Verpackung, das ist einfach nur Schaumstoff. Der Boden ist ein dünner Schaumstoff und das ist halt ein dickerer Schaumstoff. Und die Schachtel ist nicht so groß, weil guckt mal, Leute. Das hier ist der Controller. Und das ist die Schachtel. Also, das ist echt klein. Ja, Leute. Ich zocke jetzt dann mal und ich guck mal, ob ich dann noch ein Video bringe, wie ich zocke, weil ich brauche da jetzt auch ein paar Tage, wenn überhaupt, eine Gewöhnungszeit für den Controller. Und ja, auf jeden Fall geil. Ich habe nämlich nur den Standard-Controller noch von PlayStation, der ist jetzt auch schon ein Jahr alt. Da ist hier schon der Stick leicht beschädigt und es wurde eh Zeit, dass ich mal einen neuen habe. Ich glaube, der hat sogar Vibratoren drin, weil der ist, glaube ich, ziemlich schwer sogar. Also ich glaube, er ist eigentlich genau gleich schwer wie der andere. Ich hole mal kurz den anderen. Okay, Leute, bin wieder da. Und sorry, falls jetzt ein bisschen sich was getan hat bei der Aufnahme. Also seit das Paket ein bisschen verrutscht worden. Mir ist das Stativ einfach umgefallen. Ich habe das irgendwie so halb professionell irgendwie gemeistert. Also das ist mein Standard-Controller. Hinten der Aufkleber, der geht auch schon leicht runter. Keine Ahnung warum. Und eben hier wird das Pedal schon kaputt. Ich weiß jetzt nicht, ob man es sieht. Ja, ein bisschen. Hier geht halt der Gummi ab. Ich habe aber damit nichts gemacht. Ich habe nur ganz normal gezockt, also. Und sie sind gleich schwer. Ja, sie sind gleich schwer. Das heißt, bei den neuen sind auch Vibratoren drin. Und ja, ich werde euch dann nochmal ein Gameplay zeigen mit den neuen Scuff. Jo Leute, das war's auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like oder Abo da. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.